Deutschlands stärkste Stimmen für Europa. Europa ist ein Versprechen. Verantwortung übernehmen. Boah, die Alte nervt. Wegen der immer weiter anwachsenden sozialen Ungerechtigkeit. Wählen Sie am 9. Juni. Als Hightech-Standort. Klimagerechtigkeit. Ding, was tun müssen. Fakten und Wissenschaft. Fakt ist, entweder der Kapitalismus stirbt. Falsch. Oder die Mutter Erde. In Gaza und in der Ukraine. Einschränkung der Grundrechte. Schließlich. Nein zum Genderwahn. Für saubere Gewässer. Ganze 35 Parteien kämpfen am Sonntag bei der Europawahl um deine Stimme und das mit Wahlwerbespots, die teilweise hochprofessionell sind, teilweise einfach mit der Handykamera gefilmt sind. Und in dem Video zeige ich dir ganz genau, welche Rhetorik sie verwenden, um dich für sich zu gewinnen. Fangen wir an mit einer Partei, die mich überrascht hat, und zwar der SPD. Wir sind Europapartei, Kanzlerpartei. Und mit dir sind wir Deutschlands stärkste Stimmen für Europa. Ich will, dass Deutschland mit Katharina Barley weiter eine starke Stimme in Europa hat. Nutze deine Stimme am 9. Juni und wähle Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Wir kennen die Rhetorik der SPD normalerweise eher als bieder, vielleicht teilweise sogar langweilig. Deswegen war ich sehr überrascht, hier so ein hochprofessionelles, cinematisches Video mit so Kameraschwenks, um schwarz-rote Schachbretter zu sehen und vor allem rhetorisch gesehen einen extrem hohen Fokus auf Status, auf den Kanzler und auf die beiden Personen, Katharina Barley und ihn. Aus meiner Sicht sehr starkes Statement, keine große, viele Verschnörkelungen, sondern wirklich auf den Punkt gebracht, professionell von der SPD. Etwas langweiliger wird es bei der CDU-CSU. Europa ist ein Versprechen von unseren Eltern und Großeltern an uns, dass wir in Freiheit und in Sicherheit leben können. Du merkst schon, das ist kein so besonderer Werbespot. Das ist aber auch die politische Aussage, die dahinter steckt. Also jetzt nicht diese krassen Sachen, sondern der Traditionsgedanke wird in den Vordergrund gestellt. Frieden nach der Kriegszeit damals, dass das die EU zu einem guten Teil ausmacht. Und rhetorisch gesehen werden sehr viele Nominalisierungen verwendet. Also große Nomen wie Frieden, wie Sicherheit, wie Tradition. Und das ist aus meiner Sicht auch die Botschaft, die hier gesendet werden soll. Spannenderweise hätte ich anders gedacht, viel weniger personenzentriert. Man sieht Merz natürlich immer mal wieder, aber das sehen wir insgesamt nicht so stark. Was mich überrascht hat, waren die Grünen. Unsere Welt verändert sich und das macht vielen Menschen Sorgen. Jetzt ist die Zeit, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Verantwortung übernehmen. Nach vorne schauen. Ziele setzen. Ja, der Spot hat mich überrascht und zwar eher negativ überrascht, weil weder die Botschaft von Terry Reintke, die, wie ich ja schon im letzten Video analysiert habe, eher so persönlich und nach vorne gewandt auftritt und auch die Wahlplakate, die ja viel auf Klimawandel, Zukunft, Vorangehen, junge, dynamische Partei irgendwie sind, das haben wir gar nicht hier in diesem Video gesehen. Es ist eher laienhaft aufgenommen, also extra natürlich mit so einem Greenscreen, der dann nicht rausgekeyt wird. Dann irgendwelchen Retro-Bildern, Polaroid-Bildern und auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, die man teilweise von Habeck sieht, erinnern eher an den Stil von Lindner und den Wahlplakaten. Also aus meiner Sicht nicht sonderlich den Kern der Botschaft rübergebracht auf einer rhetorischen Ebene. Und damit kommen wir auch schon zur eben genannten FDP. Wenn man über sich liest, boah, die Alte nervt. Ja, stimmt. Ja, ich bin alt. Und ja, ich nerve. Weil mir Politik eben nicht egal ist. Das ist genau das, was ich eben bei den Grünen kritisiert habe. Und zwar, es ist eine sehr markante Botschaft. Es ist auch dieser FDP-Stil, den wir schon von Lindner kennen. Und damit auch markant und irgendwie einzigartig. Ganz spannend auf einer rhetorischen Ebene, die Pro-Katalepsis, also diese Einwandvorwegnahme von, die ist ja alt und die nervt ja, so tritt sie auch auf, habe ich ja auch schon rhetorisch in dem Duell analysiert. Das ist aus meiner Sicht die politische Botschaft rhetorisch hier gut vermittelt, eben durch dieses provokante, markante hier bei der FDP. Bei den Linken tatsächlich kann ich gar keinen einzelnen Spot einblenden, weil sie vier unterschiedliche Videos gemacht haben, die persönlich sind, wo Storytelling genutzt wird. Man lernt die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten etwas kennen. Aus meiner Sicht aber eher schwach. Weil wenn ich mir das anschaue, ist so, okay, das ist halt der, so die persönliche Vorstellung. Es ist irgendwie ganz nett. Aber was die wirkliche Botschaft, vor allem auch der Partei ist, die wir hier wählen, aus meiner Sicht die Linke hier nicht sonderlich überzeugend. Dann haben wir noch eine weitere große Partei. Und zwar das Bündnis Sahra Wagenknecht.
Wir sind hier und sind irgendwie machtlos. Ich will doch nur Frieden. Fragt mich, ob wir überhaupt noch gehört werden. Auch Sie gestalten Zukunft. Wählen Sie Vernunft und Gerechtigkeit. Wählen Sie am 9. Juni BSW. Bei dem Spot sind wirklich einige Sachen sehr interessant. Erstens, es ist sehr ruhig gehalten, es ist sehr sanft gehalten, auch mit etwas mehr Weichzeichnern und generell Kamerafahrten, die eben nicht so provokant sind und damit aus meiner Sicht ein gutes visuelles Gegengewicht zur sonstig ja sehr offensiven Rhetorik von Sarah Wagenknecht auch darstellt. Spannend, auf einer visuellen Ebene wird Sarah Wagenknecht des Öfteren gezeigt. Allerdings werden auch viele Bürgerstimmen gezeigt, aus meiner Sicht auf eine sehr authentische, sehr nahbare Art und Weise. Und was ich auch spannend finde, ist, am Schluss wird nicht gesagt, wählen Sie Bündnis Sarah Wagenknecht, weil es wird ihr auch immer mal wieder vorgeworfen, dass es so sehr personenzentriert auf sie ist, sondern sie sagt, wählen Sie BSW. Ja? Also diese kleinen Feinheiten, die werden natürlich bei so sekundengeplanten Wahlwerbespots alle durchdacht. Und das macht schon einen großen Anteil aus. Und wenn dich das generell interessiert, diese Themen zu analysieren, was Sprache macht, was Rhetorik macht, wie das in unserer Psychologie wirkt, dann abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke für weitere Analysen wie diese. Selbstverständlich, geh gerne wählen. Das soll jetzt aber nicht deine Wahlmeinung hundertprozentig beeinflussen, weil es ja in Anführungszeichen nur die Analyse der Rhetorik ist. Und da möchte ich auch was sagen. Es gab tatsächlich viele der 35 Parteien, die entweder gar keinen Wahlwerbespot gemacht haben oder es waren dann irgendwelche Stockvideos oder Bilder oder irgendwelche Synchronsprecher, die irgendetwas eingesprochen haben. Und da kann ich die Rhetorik leider schlecht analysieren, weil ich hier in diesem Video die Rhetorik der Politikerinnen und Politiker auch tatsächlich analysieren will. Und die sind bei diesen Parteien entweder, weil sie gar keine Wahlwerbung gemacht haben, Video gemacht haben, oder weil sie, wie gesagt, nicht vorkamen, nicht drin gewesen. Und dann gab es auch noch ganz wenige Parteien, die ich auch noch hier einblende, die aus meiner Sicht gar nicht aussagekräftig waren. Die haben dann zum Beispiel gesagt wie, ja, ich bin Benedikt Held und ich bin für die XY-Partei. So, also da habe ich die rhetorische Analyse mal weggelassen, aber natürlich politisch solltest du dich generell informieren. Hier jetzt aber zur nächsten Partei, und zwar den Freien Wählern. Europa braucht starke Städte und Gemeinden. Dafür kämpfen wir. Wir Freien Wähler setzen uns dafür ein, dass Europa ein starker Industriestandort bleibt und in Zukunft als Hightech-Standort weltweit Maßstäbe setzt. Das finde ich auch wieder sehr kongruent, sehr stimmig zur eigentlichen Aussage der Freien Wähler. Und zwar, es ist weniger so gemeinschaftlich, sondern halt einzelne Individuen, die einzelne Botschaften rüberbringen. Kongruent zur Aussage der Partei. Dann kommen wir zur Volt-Partei. Es läuft hier in eine Richtung, wo nicht mehr selbstverständlich ist, dass beispielsweise meine Tochter in Zukunft mehr Rechte hat als ich. Ich habe es lange nicht ertragen können, wie Probleme bekannt sind und Lösungen verschleppt werden. Wir können jetzt nicht mehr länger zuschauen. Wir müssen uns jetzt engagieren, weil wir einfach in einer Situation sind, wo wir dringend was tun müssen. Da hast du vielleicht auch schon diese Wahlplakate gesehen. Für mehr Eis oder sei kein Arschloch oder sowas, ja? Und das ist halt auch die Botschaft, die wir hier rhetorisch gesehen finden, und zwar eine sehr direkte Ansprache, eher eine provokante, eher eine persönliche, eher eine direkte, klare Ansprache. Das zeigt die Volt-Partei hier auf einer rhetorischen Ebene. Schauen wir mal, was die Tierschutzpartei macht. Wusstet ihr, dass 80% des EU-Agrarhaushaltes alleine in die industrielle Massentierhaltung fließen? Das ist ein Bereich, der für 30% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Wie bei allen Parteien ist es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Spots, und zwar hier, wo ein Politiker spricht. Aus meiner Sicht, das finde ich ein bisschen schade, sehr faktenorientiert. Was natürlich zum einen gut ist, weil damit die Logos-Ebene der drei Ebenen der Rhetorik bedient wird, aber die Ethos vielleicht auch noch ein bisschen, die Pathos-Ebene, diese emotionale Ebene, die fehlt aus meiner Sicht. Und die Botschaft möchte natürlich auch die Tierschutzpartei senden, könnte sie auch perfekt senden, viel besser teilweise als andere, vielleicht mehr so logisch kühle Parteien. Also das fehlt mir hier etwas, dass sie diese emotionale Pathos-Ebene auf einer rhetorischen Ebene auch vermittelt haben. Gehen wir nun zu der Partei der Humanisten. Wir sind die PDH, die Stimme des sozialliberalen Aufbruchs, die Politik neu denkt. Mit unserem neuen und einzigartigen Politikstil sorgen wir dafür, dass die Politik dir nützt. Denn wir setzen auf Fakten und Wissenschaft. Wir hören Experten zu und entwickeln mit ihnen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Aus meiner Sicht jetzt gar nichts ganz so Besonderes, eher eine direkte Kommunikation, durchaus sehr natürlich, das finde ich sehr schön. Also Authentizität ist hier auch mit dabei. Spannender oder besonderer wird es bei der folgenden Partei.
Bundeskanzlerin Angela Merkel meint zur EU-Krise, Deutschland steht gut da. Falsch. Fakt ist, 3 Millionen Menschen brauchen einen Zweitjob, um über die Runden zu kommen. Mit über 300.000 fehlenden Ausbildungsplätzen hat die Jugend keine Perspektive. Und zwar der Deutschen Kommunistischen Partei. Du siehst schon, da wird viel mit Negativen gearbeitet. Mit psychologischer Aversions-, also weg von Motivation. Und auch mit Mismatching. Was passt gerade nicht? Aus meiner Sicht, das wird die vielleicht ansprechen, die sie ansprechen wollen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber das ist aus meiner Sicht zu negativ, um viele Menschen anzusprechen. Relativ ähnlich die MLPD. Kein Umweltschutz, sondern geschönte Bilanzen, Extraprofite und steigende Preise. Entweder der Kapitalismus stirbt oder die Mutter Erde. Die EU ist ein imperialistisches Machtbündnis und kämpft gegen andere um die Vorherrschaft auf der Welt. Spannenderweise, die Kommunistische Partei als auch die Marxistisch-Leninistische Partei sind ja inhaltlich schon relativ nah beieinander, auch vom rhetorischen Stil. Viele negative Verwendung der Sprache zusätzlich, und das finde ich hier noch schlechter, ist es sehr geskriptet, dadurch unnatürlich. Also das hat rhetorisch aus meiner Sicht nicht überzeugt. Dann kommen wir mal zu einem etwas Gegenentwurf dazu. Es geht bei den Kriegen in Gaza und in der Ukraine nicht um Frieden und Freiheit und erst recht nicht um den Schutz jüdischen Lebens, sondern einzig und allein um Wirtschaftsinteressen. Die Sozialistische Gleichheitspartei ist ja inhaltlich durchaus auch eher näher an den beiden vorher genannten Parteien, aber da merkst du, es ist ganz anders von der Rhetorik. Es sind trotzdem relativ extreme Aussagen, aber dadurch, dass sie durch eine langsame Stimme, auch durch eine entspannte Stimme und auch generell durch eher weniger Schnitte entspannt visuell vermittelt wird, finde ich, wird eine viel bessere Balance auch hier dargestellt. Dann kommen wir mal zur nächsten Partei. Europa ist viel zu wichtig, um es einfach den etablierten Parteien zu überlassen. Schließlich dringt die EU immer weiter in unsere Lebensbereiche ein. Das ist die ABG gewesen. Aus meiner Sicht nicht sonderlich vorteilhaft, sowohl von der Körpersprache, da wird zu viel aufgenommen. Also man sieht irgendwie die halbe Hose noch und dann hat sie irgendwie die Hände so. Und das wirkt aus meiner Sicht A, von der Körpersprache sehr unpassend. Und zweitens wird auch schon nach 5 Sekunden ein Cut gesetzt, obwohl sie ja nur direkt zur Kamera redet. Also entweder lerne ich es wirklich auswendig oder schaffe es, mehr als 5 Sekunden am Stück locker zu reden. Oder es werden halt Cuts gesetzt, um wirklich visuell auch was anderes einzublenden. Finde ich eher laienhaft, nicht so professionell. Kommen wir nun zur Partei Die Basis. Werte gelten nicht mehr. Traditionen werden abgeschafft. Die neuen Vertragswerke der Weltgesundheitsorganisation sind besorgniserregend. Hier besteht die Gefahr einer globalen Gesundheitsregierung mit totalitären Strukturen und Einschränkung der Grundrechte. Aus meiner Sicht ähnlich wie bei der Gleichheitspartei. Langsam, ruhige Schnitte, gelassen vermittelt, was aus meiner Sicht diese, wie gesagt, teilweise negativen oder extremen Aussagen wieder gelassen vermittelt. Dann kommen wir zur DAWA-Partei. Steigende Lebenshaltungskosten, unbezahlbares Wohnen und eine fehlgeleitete Migrationspolitik. Es ist Zeit, dass wir Deutschlands Interessen wahren. Wir sagen Nein zum Genderwahn und Ja zu einem respektvollen Umgang miteinander. Das finde ich sehr spannend. Und zwar, wie du gesehen hast, es sind nur Menschen mit Migrationshintergrund, die eingeblendet werden. Das ist natürlich auch eine der Botschaften der Partei. Und gleichzeitig wird inhaltlich ganz klar auf die Fokussierung deutscher Interessen gepocht. Und das finde ich eine spannende Integration, weil es oft vielleicht eher das eine oder eher das andere gibt. Das ist aus meiner Sicht rhetorisch hier besonders. Und dann kommen wir zur Klimaliste der letzten Partei mit Wahlwerbespot und auch aussagekräftiger Rhetorik einer Politikerin oder eines Politikers. Für saubere Luft, die man atmen kann. Für ein angenehmes Stadtklima. Für saubere Gewässer. Wir stehen progressiv und lautstark für sozial gerechten Klimaschutz und bringen die Fakten und Forderungen konsequent auf den Tisch. Für eine lebenswerte Zukunft für uns alle auf diesem Planeten. Das ist genau das, was ich mir vorhin bei der Tierschutzpartei gewünscht habe. Hier wird es nicht nur auf einer logisch kühlen Ebene betrachtet, sondern erstmal auch auf einer emotionalen Ebene. Die großen Vorteile, die wir haben, wenn wir eine kraftvolle Natur haben, in der wir leben dürfen. Und dann, und das finde ich auch relativ interessant, kommen dann aber schon auch die persönliche Ansprache, auch durch Faktenorientierung, was wir auch gesehen haben. Also das finde ich eine spannende Kombination, aus meiner Sicht rhetorisch gelöst hier bei der Klimaliste. Also, das waren die ganzen Parteien. Wenn du jetzt noch eine Analyse haben möchtest, wie die Rhetorik der Spitzenkandidaten der größeren Parteien im direkten Wortgefecht aussieht, dann schau es dir gerne an, verlinke ich dir hier. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg am Sonntag beim Wählen oder ganz generell.